Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder einen Premium-Wanderweg, und zwar den Pfälzer Hüttenweg. Er ist etwa 18 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Seit Anbeginn des Wanderwegs geht es zurzeit nur bergan. Konnte mich noch nicht einmal warm laufen. Auf diesem Wanderweg gehen wir an 5 Wanderhütten vorbei. An der ersten sind wir jetzt, an der Ringelsberghütte. Diese hat aber leider nur sonntags und an Feiertagen geöffnet. Und es ging bis dorthin immer nur bergan. Momentan geht es einfach nur bergan. Wir wussten das aber, dass dieser Wanderweg viel bergauf geht. Die nächste Station ist die St. Anna Hütte, aber wie wir eben gelesen haben, hat diese auch geschlossen. Wir waren gerade in der Trifels-Blickhütte und haben uns dort etwas gestärkt. Wir haben auch schon das Highlight dieser Tour gefunden, und zwar war das das Plumpsklo Deluxe. So nannte es Sarah. Sowas hat passend war der Klodeckel zu meiner Jacke. Sowas hatten wir bis jetzt auf Wanderwegen noch nie gehabt.
Wir sind gerade an der Landauer Hütte vorbeigekommen. Die haben zwar geöffnet, wir sind aber nicht reingegangen, weil wir eben an der Trifels-Blickhütte schon waren. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, da ist für jeden etwas dabei. Schöne Aussichten, breite Waldwege, so auch wie es der Wanderer mag, schmale Pfade. Für Anfänger ist die Tour eigentlich auch geeignet, dieser sollte aber gute Konditionen mitbringen, da es etwa 700 Höhenmeter zu bewältigen sind. Ich finde es toll, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Über Kommentare würden wir uns auch freuen. Und so sagen wir jetzt auch bis zum nächsten Mal. Hallo und guten Morgen. Momentan geht's seit... Ach Gott. Jetzt sind wir gerade an der Landauer Wanderhütte vorbei. Diese hat zwar geöffnet, aber wir haben ja eben schon in der Keine-Ahnung-Hütte gegessen und deswegen essen wir nichts.